Er ist der Vater der sogenannten Neuen Wilden und gilt als einer der Wegbereiter des deutschen Neo-Expressionismus. Jetzt ehrt die Berlinische Galerie den Berliner Maler Karl Horst Hödicke zum 75. Geburtstag mit einer umfassenden Werkschau. Ich würde sagen, wenn Sie einen Ort gesucht hätten auf der Welt, der komisch ist, wären Sie hierher gekommen. Jedes Mal, wenn ich drin bin, doch davon überzeugt, dass man das, was ich vielleicht mal da über die Bilder gedacht habe, auch heute noch sehen kann. Insofern, ich möchte das nicht, dass ich sage, ja, das ist mein Lieblingsbild. Ja, gibt es nicht. Geboren 1938 in Nürnberg, floh Hödicke mit seiner Familie 1945 erst nach Wien und ging 1957 nach Berlin, wo er erst Architektur und dann Malerei studierte. Ich denke, für jemanden, der ganz unvermittelt in diese Ausstellung kommt, der wird überrascht sein, wie unterschiedlich, fast disparat dieses Werk erscheint, weil in jedem Raum in der Ausstellung, den Sie betreten, schlägt er eigentlich ein ganz neues Kapitel auf, schafft er eine ganz neue Kunst. Die Ausstellung, die bis Ende Mai zu sehen ist, zeigt eine Auswahl seiner wichtigsten Werke mit Schwerpunkt auf den 60er und 70er Jahren.